werden da Grützwurst mit Stampfkartoffeln und Sauerkraut für eine vierköpfige amerikanische Durchschnittsfamilie in mein Klobecken gekippt. Morgens ist man ja mit dem Schlussfolgern etwas langsamer als später am Tag. Es dauert also einen Augenblick, bis mir klar wird, dass das gar kein Kartoffelbrei ist, sondern durchgemelktes Klopapier. Und dass es sich bei der Grützwurst um Scheiße handelt. Allein das Sauerkraut bleibt mir geheimnisvoll. Rotwild sein. Unter donnerndem Würgen, Röhren leere ich den Inhalt der Toilette mit Gummihandschuhen, einer Allzweckrolle und beherzten Schöpfbewegungen in eine Mülltüte, die ich in eine Mülltüte und diese mitsamt den Handschuhen in eine Mülltüte packen kann. Man möchte sich die Hände abhacken und sie gleich mit in die Mülltüte werfen. Geht aber nicht. Wie? Ich spüle mit dem linken Daumen, froh mich für die Hände entschieden zu haben. Das Spülwasser steht braun in weißer Keramik. Nach einiger Zeit läuft es gemächlich ab. Ich brauche so einen mit Saugteil und Stiel, so einen. Ich möchte keine Panik verbreiten und die GWC in der Vorweihnachtszeit nicht mit Trivialitäten belästigen. Also googelt der mündige Bürger. Am besten immer so, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Scheiße steht im Klo und was tun? Gute Frage, Nett. Rät erstmal Gelassenheit an und von chemischen Keulen ab. Man nehme als erstes einen Pömpel. Ha, da ist das gesuchte Wort, Pömpel. Wenn gerade keiner parat ist, würde auch ein Geschirrtuch funktionieren. Man wickelt es um Hand und Unterarm. Um dann wie ein Human-Rohr-Reiniger-System gegen den Abfluss vorzugehen. Vielen Dank für den Rat. Ich muss an Werner Weinhardt denken. Werner Eckert und Meister Röhrig haben den Auftrag bei Frau Hansen eine Verschraubung abgegeben. Nach einem Gläschen Eierlikör mit der Hansen muss Meister Röhrig die Toilette von Frau Blöhr freimachen. Wobei er sich derart verklemmt, dass er mit dem Kopf im Becken stecken bleibt und die Toilettenschlüssel abreißt. Die Zeit drängt. Ich muss zur Arbeit. Dort gibt es dann auch einen Pömpel. Voller Tatendrang, den Pömpel geschultert, spaziere ich zurück nach Hause. Für mich ist so eine Havarie eine vollkommen neue Situation. Ich freue mich schon auf die Erfahrung, die ich gleich machen werde. Das Klo ist bei mir sozusagen immer halb voll. Zu Hause wage ich den Blick in die Schüssel. Hoppla, nanu, die Toilette ist wieder voll. So voll, dass man sich einen höheren Rand gewünscht hätte. Diesmal ist es ausschließlich Grützwurst, die ich mir nun ein für alle Male verdorben habe. Unkontrollierte Brunftrufe. Ich röhre meinen schönen Pömpel an und rufe die GWC. Freitag 14.30 Uhr. Es klingelt kein einziges Mal, sofort ist eine Frau am Apparat. Läuft gut, denke ich. GWC, Friedrich? Ja, Heine Piccolo, Lausitzer Straße. Ich glaube, ich habe ein Problem. Stille. Mein Rohr, also mein Klo ist verstopft. Stille. Ja gut, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Da ist eine ganze Menge Fremdstuhl in der Schüssel. Na gut, es ist vielleicht jetzt auch erstmal eine Behauptung. Und es ist auch schon etwas daneben. Na, da kann ich jetzt nichts machen, die Kollegen sind alle schon weg. Als würden die von ihren Schreibtischen aufspringen und sich sofort ein Geschirrtuch um die Hand legen. Ich bleibe moderat, freundlich. Wenn es so richtig beschissen ist, bekomme ich irgendwie gute Laune. Ah ja, ach so, Sie können nichts tun. Können Sie mir vielleicht was raten? Der Ratsuchende. Immer ein Kommunikationsmoment, der gut funktioniert. Ein Ratsuchender und ein Ratender. Ja, ich gebe Ihnen mal eine Nummer. Das ist unser Havarieservice. Kann ich Ihnen jetzt aber nicht versprechen, ob das heute noch gemacht wird. Vielleicht müssen Sie das ganze Wochenende in den sauren Apfel beißen. Und woanders zur Toilette gehen. Sauer Apfel. Ja, gar kein Problem. Dann gehe ich einfach zu dem über mir. Da schuldet mir sowieso noch ein Ei und drei Zwiebeln. Bisschen Rohr ist ja noch.
bedanke mich ganz herzlich. Ich rufe da mal an. Vielleicht habe ich ja Glück, wenn man so will, und muss nicht warten, bis mir die Scheiße bis zum Hals steht. Die Kacke ist ja erstmal nur am Dampfen, ne? Stille. Also gut, ich rufe da an. Soll ich sie auf dem Laufenden halten oder so? War ein Witz, auf Wiederhören. Ja, auf Wiederhören. Ich wünsche Ihnen ein schönes Adventswochenende. Sie legt auf. Schönes Adventswochenende. Gut gekontert. Anruf Nummer 2. Havarienotdienst, unsere Mitarbeiter sind zu diesem Zeitpunkt leider alle in einem Gespräch. Ach du Scheiße. Bitte bleiben Sie im Apparat. Der nächste freie Mitarbeiter ist gleich für Sie da. Musik. Grönemeyer. Mensch. Oh, ist schon okay. Tut gleichmäßig weh. Havarienotdienst, Zischke. Herr Zischke, hier ist der Herr Heine. Ich melde eine Havarie. Eine Klo-Havarie. Sagt man das so? In der Lausitzer Straße 43. Da können Sie sagen, wie Sie wollen, beschreiben Sie mal. Gerne. Kennen Sie das Märchen vom süßen Brei?